Jeder kennt Rechnungen, aber nicht jeder schreibt sie richtig. Viele Firmen haben Probleme damit, Rechnungen korrekt zu erstellen, pünktlich bezahlt zu werden und den Überblick über ihre Finanzen zu behalten. Hallo, mein Name ist Tim von Robots. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Rechnung in Robots erstellst. Aber auch wenn du Robots noch nicht nutzt, lohnt es sich unbedingt dran zu bleiben. Wir gehen gemeinsam die Pflichtangaben durch und checken sie ab. So lernst du, was in eine fehlerfreie Rechnung gehört. Egal, ob du Robots nutzt oder nicht. Also, legen wir los. Damit du sicher sein kannst, dass deine Rechnung korrekt ist und bezahlt wird, müssen bestimmte Angaben enthalten sein. Diese Pflichtangaben sind gesetzlich vorgeschrieben und variieren je nach Rechnungsbetrag und Empfänger. Wir halten es in diesem Video einfach und gehen die grundlegenden Anforderungen durch. Spezielle Fälle wie Rechnungen unter 250 Euro brutto und so weiter, das behandeln wir in späteren Videos. Bevor ich dir zeige, wie du eine Rechnung manuell erstellst, lass mich kurz zeigen, wie einfach es mit Robots sein kann. Sobald du den Wechsel nach Automatisierung machst, wirst du nichts anderes mehr wollen. Angenommen, du hast einen Auftrag abgeschlossen und willst ihn jetzt abrechnen. In Robots geht es in wenigen Sekunden. Ich öffne den Auftrag, klicke auf das Euro-Symbol und alle Pflichtangaben, Positionen und Leistungen werden automatisch ausgefüllt. Jetzt nur noch auf das Briefumschlag-Symbol klicken und die Rechnung ist raus. Das Beste daran, das funktioniert nicht nur für Aufträge, sondern auch für Angebote, Abonnements mit wiederkehrenden Leistungen und große Projekte mit Teilrechnungen. Darauf gehen wir aber in späteren Videos ein. Falls du gerade mit Robots startest, bist du es vielleicht gewohnt, Rechnungen mit Excel oder Word zu schreiben. Um dir den Umsteig zu erleichtern, kannst du Rechnungen in Robots auch manuell erstellen. Lass mich dir zeigen, wie das funktioniert. Ich starte im Rechnungsüberblick, wo alle Rechnungen gelistet sind, und ich klicke auf das Plus-Symbol, um eine neue Rechnung zu erstellen. Jetzt geht's los. Ich beginne mit dem Kunden. Ich wähle den Kunden aus der Liste aus und alle relevanten Daten werden automatisch eingefügt, wie Name, Adresse, Zahlungsbedingungen, Leitweg-ID, USDID-Nummer und so weiter und so weiter. Auch hier ein Tipp: Überprüfe immer die USDID-Nummer deines Kunden. Falls sie falsch ist, kann dein Kunde die Zahlung verzögern oder verweigern. Und das Finanzamt, das könnte auch Probleme machen. Aber Robots übernimmt das für dich. Wir prüfen die USDID-Nummer automatisch in der europäischen Datenbank. Falls du Zahlungsbedingungen anpassen möchtest, klickst du auf das Plus-Symbol. Standardmäßig setzt Robots ein Fälligkeitsdatum auf der Rechnung. Und wenn du das Konto gewährst, kannst du das hier ebenfalls eintragen. Jetzt fügen wir die Rechnungsposition hinzu. Normalerweise würdest du in Excel oder Word eine Zeile hinzufügen, die Beschreibung eintippen, Menge und Preis berechnen und so weiter und so weiter, und das alles per Hand. In Robots geht das viel schneller. Ich kann eine Leistung oder einen Artikel aus meiner Liste auswählen und die Beschreibung, Menge, Einheit und Preise werden automatisch eingefügt. Falls nötig, passe ich sie mit ein paar Klicks an. Du kannst die Rechnung auch direkt mit einem Projekt oder andere Dokumente verknüpfen, aber heute bleiben wir beim Wesentlichen. Eine einfache Rechnung schreiben. Sobald alle Positionen erfasst sind, ist die Rechnung fertig. Jetzt muss sie nur noch raus. Ich schreibe die Rechnung fest, klicke auf das Briefumschlagsymbol und schicke sie direkt per E-Mail an den Kunden. Fertig! Nun, im Bereich offene Posten sehe ich jederzeit, ob die Rechnung bezahlt wurde. Falls der Kunde nicht rechtzeitig zahlt, kann Robots automatisch eine Mahnung verschicken, ohne dass du dich darum kümmern musst.
Also, heute haben wir gelernt, wie du eine Rechnung in Robots manuell erstellst. Aber das ist nur der Anfang. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du Rechnungen automatisch aus Aufträge, Angebote oder Abonnements generierst. Mit nur einem Klick. Genau, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video verpasst. Falls du noch kein Robots nutzt, aber neugierig geworden bist, check die Beschreibung. Dort findest du den Link zu deiner kostenlosen Demo. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und auf Wiedersehen!